ich grüße euch mit heute einem etwas anderen Hintergrund und Untergrund, weil ich bin in England, in London. Und ihr seht es schon, es ist eine Sorte, die es in Deutschland nicht gibt. Und ihr seht meinen Schatten, weil das Licht so von oben kommt. Das wird heute ein bisschen so sein. Und das ist die Sorte So Far So Good. Die Sorte gibt es in Holland, in England und noch in ein paar anderen nordischen Ländern, glaube ich. Aber eben nicht in Deutschland. Und es gibt noch die andere Sorte Holly Couch oder Wally irgendwie. Das ist sowas wie gemütliche Couch. Das ist aber das gleiche wie Vanilla Pecan Blondie. Deswegen habe ich das jetzt erstmal nicht geholt. Und das hier hat unglaubliche 2 Pfund gekostet. Das sind so, weiß nicht, 2,50 Euro, 2,70 Euro umgerechnet. Und ich muss aber dazu sagen, alle Sorten, die es dort im Regal gab, waren extrem angetaut. Also sie waren richtig weich und eindrückbar. Und es kann sein, dass es halt leider nicht mehr so gut ist. Das werden wir jetzt mal schauen. Ich hoffe natürlich, es ist besser. Ich habe es jetzt hier zu Hause schockfrostet im Airbnb und mal gucken. Es ist Karamell-Eiscreme mit Schokoladen-Brownies, Schokoladen-Cookies und einem Salzkaramellstrudel. Total niedlich auf jeden Fall, wie die Kuh hier sitzt mit der Fernbedienung in der Hand und daneben das Eis. Und Löffel in der Hand natürlich. Macht sich sozusagen mit dem Eis bequem. Wir haben 426 Gramm, das ist relativ hoch für Ben & Jerry's, auf 500 Milliliter eben. Auf 100 Gramm 259 Kalorien, 13 Gramm Fett, 8,5 davon gesättigte Fettsäuren, 31 Gramm Kohlenhydrate, 27 Gramm davon Zucker und 4 Gramm Eiweiß. Nichts groß Besonderes. Hier steht halt Exclusive Flavor drauf. Mal schauen, wie lange es geben wird. Und jetzt der Spruch. There's sometimes nothing better than a cozy night in. Just you, Ben & Jerry's and oh, and a spoon. Also manchmal gibt es einfach nichts Besseres als eine gemütliche Nacht zu Hause. Nur du und Ben & Jerry's. Oh, und natürlich ein Löffel. And your favorite box set. And maybe a blanket too. We digress. Und deine Lieblings-DVD-Sammlung oder so, glaube ich. Und natürlich, und vielleicht auch eine Decke. Weiß ich nicht. Anyway, we've concocted a flavor to stick with you through the highs, lows, tears, fears and loves. Delve into the silky salted caramel swirl, chocolate cookie and chewy gooey brownie. The perfect partner for your night in? So far so good, we think. Wie auch immer, wir haben einen Geschmack zusammengebraut, der mit der dich begleiten soll. Durch deine Höhen, deine Tiefen, deine Tränen, deine Ängste, dein Lachen. Irgendwas, glaube ich, delve, keine Ahnung, tauche ein in die salzigen Karamellstrudel, Schokoladencookies und knautschige Brownies. Der perfekte Partner für deine Nacht oder für deinen Abend zu Hause, deinen Sofaabend sozusagen. Ja, das Sofa sozusagen gut, glauben wir. Keine Ahnung, was Sofa so gut heißt. So, und jetzt denke ich, mache ich es auf. Gekauft habe ich es bei Tesco für 2. Eigentlich konnte man 2 für 6 kaufen, also 3 dann pro Stück, aber das war eben special runtergesetzt, aber angetaut waren sie eben alle. Ich hoffe, es ist irgendwie noch genießbar, es wäre echt schade, weil ich freue mich sehr auf die Sorte, die wurden mir von vielen von euch empfohlen. Jetzt einhändig und mein Nagellack ist schrecklich, ich weiß, tut mir leid. Na, es könnte was werden. So, und jetzt wird auf jeden Fall probiert. Ihr seht auf jeden Fall schon die schöne Karamellfarbe. Der Strudel scheint schon sehr verstrudelt zu sein. Am besten mal nur Karamelleiscreme hier an der Seite. Mein Löffel habe ich natürlich mitgenommen. Scheint auf jeden Fall gut cremig zu sein und noch nicht zu doll angetaut gewesen zu sein, sodass es wieder einfrieren konnte. Sieht nach der schönen, kantendichten Eiscreme von Ben & Jerry's aus. Ja, und es schmeckt auch nach der Eiscreme von Ben & Jerry's. Und zwar nicht schlecht. Die ist ja bekanntlich nicht die stärkste, aber es schmeckt gut. Hier ist jetzt so ein bisschen so ein Strudel erkennbar. Es kann sein, dass der durchs Antauen so ein bisschen noch mehr verstrudelt ist, aber nein, hier seht ihr den. Ich hatte ja auch schon das Vanilla Pecan Blondie und ich glaube, da war auch so ein Karamellstrudel drin. Vielleicht ist der ähnlich. Und in den neuen Top ist ja auch Karamellstrudel drin. Yummy. Ja. Das schmeckt richtig karamellig. Auch eine leichte Sorte Karamellnote. Irgendwie so einen ganz eigenen Geschmack. Nicht unbedingt salzig, sondern einfach so einen eigenen Geschmack. Sehr, sehr lecker. Und auch wenn das jetzt nur so ein bisschen war, hat man es schon rausgeschmeckt. Und ihr seht, ach, blöder Schatten. Ihr seht hier auf jeden Fall den Unterschied von der Farbe so ein bisschen. Und dadurch wird das alles wahrscheinlich karamelliger schmecken, als die Eiscreme sonst einzeln schmecken würde. Das ist sehr schön. Ich glaube, diese kleinen Stückchen hier
Das sind die Keksstücke. Und jetzt Brownie oder Keks ist hier. Okay, das scheint ein Keks zu sein. Ist jetzt nicht ein Oreo-Keks, wie ich es erwartet habe bei Switch Up, sondern das scheint so ein kleiner Keks wie bei Waterlotta zu sein. Schaut mal, das ist ja cool. Eindeutig ist das so ein Waterlotta-Keks. Da. Fail, jetzt habe ich nicht aufgenommen. Ich habe gerade so einen Keks probiert und gesagt, dass es eben genau der gleiche wie bei Waterlotta ist. Hier ist ja, ich liebe Waterlotta ja total. Schmeckt wirklich ganz genau so. Finde ich das richtig geil. Und hier die Brownies. Da seht ihr die. Ich habe mehrmals gesagt, dass die so richtig fudgy sind. Und es sind genau die gleichen. Hier seht ihr es, also fudgy heißt so richtig klebrig, nicht ganz durchgebacken. Und sind genau die gleichen wie in Chocolate Fudge Brownie. Und ich finde die Kombi einfach richtig genial. Und so ist die Karamell-Eiscreme nicht mehr so langweilig. Mit dem Salz-Karamell-Strudel sowieso nicht. Man hat es, diese geilen Brownies aus Chocolate Fudge Brownie drin. Und diese crunchigen Kekse aus Waterlotta. Kann man definitiv machen. Ich genieße jetzt weiter, wenn ihr in London seid oder generell in England, Holland und wo es das noch gibt. Durch dieses Eis, vor allem wenn es 2 Pfund kostet, wie bei Tesco hier. War irgendwie im Ausverkauf, warum auch immer. Ich hoffe, es wird nicht rausgegeben. Richtig lecker. Ich freue mich jetzt drauf und filme euch dann nochmal rein, wie es sich verhält mit den Stückchen unten drin. Aber absolute Kaufempfehlung. Die Kombi ist einfach das Allerbeste. Schoko-Cookies, Brownies und Karamell nehme ich. Harmoniert einfach sehr gut. Riesen-Brownies. Und die leckere Soße. Und die Keks. Ganz vergessen. 9% Karamellstrudel. 7 Brownies. Und 4 Cookies. Das war richtig, richtig lecker.